Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Littlewood. Das wird ein kürzerer Tag auf jeden Fall, weil wir letzte Nacht nicht ganz so gut geschlafen haben, vielleicht. Weil leider beim Abschließen einer Quest direkt umgefallen sind. Passiert. Waren wir Mittwoch eigentlich schon im Ratshaus? Offenbar nicht. Ich finde das alles nicht so spannend, ne? Aber machen wir mal. Schmeißen wir alles mal da rein. Das geht total klar. Also mit dir hatte ich gerade schon gequatscht, ne? Nicht? Hat sie gerade gesagt, ihr ist ein Käfer in den Mund geflogen? Ugh. So, Wooden Plank. Okay, ist eher so mäßig spannend. Wir könnten heute mal ein bisschen mit... Ich habe seinen Namen vergessen. Ist das Dalton? Wir können heute mal ein bisschen mit Dalton abhängen. Nein, Dudley in Wirklichkeit. Dalton ist der andere Dude. Lass mal abhängen. Finde ich super. Was willst du eigentlich noch haben? Wayfarer-Bed, das könnten wir inzwischen wohl haben. Build Mode Essentials. Wayfarer-Bed. So, Barrel haben wir nicht. Fisherman's Table. Oh Gott, das haben wir im Leben nicht, oder? Ich glaube nicht. Nee. Okay, was auch immer. Aber okay, jetzt, achso, zumindest ein bisschen weiter. Dampft das eigentlich standardmäßig, oder? Scheint so. Wir sollten auf jeden Fall in die Stadt gehen. Da gibt es samstags nämlich neue Sachen. Außerdem können wir hier mal wieder reingucken, wer so ein bisschen Essen gekauft hat. Oh, hier ist das meiste weg, das ist voll gut. Das ist sehr gut. So, der Hinweis ist das Ding... Und das Ding. Peach Drinks. Nice. Sonst noch was machen? Nee, nicht so. Hauen uns mal Golden Bells rein und Mais und davon was? Und dich und dich und... Davon haben wir einen, damit können wir bestimmt was machen. Okay, das war jetzt nicht super erfolgreich, aber zumindest ein paar neue Sachen. Golden Juice, das klingt falsch. Peach Plum Bowl. Okay, noch zwei neue Rezepte, voll gut. Heute ist, glaube ich, großer Kochtag. Potato Juice, auch der ist neu. Fruit Salad, können wir noch was machen? Belly Plum, achso, und dann haben wir nur noch eine Zutat. Aber das sieht doch mal ganz gut aus, dann ist hier fast wieder voll. Ja, hab deine scheiß 8 Fancy Planks, meine Güte. Ja. Mit dem Sour Pack, den können wir bestimmt noch was machen. Geht der Fokus eigentlich auf neue Sachen? Scheint so. Ah. Pantry is full. Okay, fairer Deal. Dann ist der Tag auch schon wieder fast vorbei. Museum. 93 Drops. Perfect Planks, meinetwegen, zähneknirschenderweise. Dann verkaufen wir. Nein, drei davon, drei davon, drei davon auf jeden Fall. Sechs davon, drei davon. So, das
Das ist alles weg. Dann nochmal. Oh Gott, da oben ist alles reif. Shit. Na, morgen. Das Ding hätte ich gerne. Dann können wir das bei Gelegenheit anbauen. Wallpaper nehme ich. Wallpaper nehme ich. Bett nehme ich. Oh, endlich ein Wizard Staircase, voll gut. Und Barrel, ja. Ich will das, ich nehme das alles. Teuer, aber was soll's. Stop hanging out. Und dann. Ja, gehen wir pennen, hilft ja nichts. Aber wobei, wir könnten gerade nochmal. Wizard Staircase Wallpaper wollte sie haben, ne? Bitte? Jawohl. Lavender Carpet. War der da jetzt mit bei? Ich kann mir das nicht merken. Sieht farblich einfach nicht danach aus. Nee. Noch irgendwas? Wizard Table haben wir nicht. Ich meine, wir haben noch irgendwas Sinnvolles bekommen. Nicht für sie, aber für irgendwen anders. Wie sieht's bei dir in der Bude eigentlich aus? Elfwood Wallpaper und Dainty Table. Elfwood Wallpaper. Dainty Table. You got it. Leafy Bed, Grand Oak Chair. Können wir, glaube ich, beides machen. Leafy Bed, Grand Oak Chair. So, Plant Research Set und Rose Lamp. Die will mindestens 20 Spaces weg vom Marktplatz sein. Aber auch 16 in der Nähe von meinem Haus, okay. Moven wir den Marktplatz doch einfach irgendwo anders hin. So, was wollte sie jetzt noch haben? Plant Research Set. Haben wir das gekauft? Ja, haben wir. Das ging nochmal voll gut. Achso, und die Rose Lamp noch. Build Mode. Ja, wir. Mist, da fehlen uns Weeds für. Aber dann können wir das auch machen. Und dann müssen wir. Schmeckt mir zwar nicht so unbedingt, dass wir so weit zum Marktplatz laufen müssen, aber passt eigentlich schon. So einen Unterschied macht das jetzt auch nicht so. Bist du jetzt happy damit? Voll gut. Okay, dann morgen noch die Lampe bei ihr und dann ist das doch soweit alles schön. Können wir bei dir noch was machen? Toy Bear, den haben wir definitiv, ich guck lieber mal, aber ich meine, wir haben ihn nicht. Nee. Den haben wir definitiv nicht. Aber dann weiß ich jetzt wenigstens mal, wozu wir den brauchen. Den kann ich doch garantiert im Deko-Shop kaufen, oder? Immer scheiße, im Deko-Shop kaufen. Wampa Statue ist vielleicht ein bisschen teuer. Die Palme ist mal okay. Nein. 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 Nein, ist mir alles zu teuer. Never mind. Wood Planks ist okay. So, wir haben auf jeden Fall noch. Wir können dich daten. Wir haben ein Date mit Ash am 8. Wintertag. Okay. Da fange ich doch vor Freude den Käfer. Und sollte dann dringend mal ins Bett gehen, glaube ich. Können bei dir nochmal in die Butze gucken, aber ich glaube, für dich können wir nichts machen, oder? Oh, Obsidian Chair? Weiß ich nicht.
Nee, haben wir neulich schon geguckt, glaube ich, ne? Nee, immer noch nicht. Gut, gut. Was möchten Buffy eigentlich als nächstes haben, so? Unbearer. Können wir... Wie baue ich denn das? Abgesehen davon, dass ich dann in den Build-Mode muss. Und hier nochmal ein bisschen erhöhen muss, einfach damit wir hier noch was hinbauen können. So, Objects. Da ist das Barrel. Steht neben dem Haus. Können wir hier noch wieder ein bisschen kleiner machen? So. Hast du ein Fass am Haus stehen? Ich hoffe, das macht dich glücklich. I want one barrel next to my house. Entschuldigung. Das, oder ist das jetzt nicht nah genug dran? Muss das noch ein runter? Fast selber eingesperrt, ey. So. Das ist dem Herrn recht. Abstract Art. Haben wir das schon? Ah, haben wir total. Oh, da 99 Plumberries. Mm, ist klar. Ist klar. Ich gehe schlafen. Das ist mir zu bescheuert. Achso, müssen wir noch was am nee, am Marktplatz hatten wir Sachen hingepackt. Alles gut. Haben wir die Sachen nicht geerntet? Haben wir gesagt, machen wir heute, ne? Oh, Queen's Wizard. Ja, voll gut. So, Willow hat ein Geschenk für mich. Finde ich gut. Wir kriegen erstmal eine Golden Bell und 100 Drops und ein Meteorite. Und außerdem kriegen wir ein Rope Blueprint. Die Quest ist complete. Ash möchte mit uns 10 Erze abbauen. Ich weiß nicht, ob das ein Deal für heute ist. Ash kann mir auf... Oh Gott. Alles ist reif, ne? Hi. Du hängst auf jeden Fall erstmal mit mir ab. Und dann gucken wir erstmal, was Queen's Wizard unten so sagt. Ob das ist, wo wir heute viel Energie brauchen oder ob das einfach nur so eine Sache ist. Iris! I'm Iris, Queen, die Königin von Dear Boros. Ich bin gekommen, um mit dem Held von Solon zu sprechen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Oh, du bist Bench. Gut, dann, ja, ich bin nach Idlewild gekommen, um eine dringende Nachricht zu übermitteln. Du und ich, wir werden heiraten! Und zwar sofort! Denn durch unsere Hochzeit werden wir unsere beiden Königreiche verbinden und ewig andauernden Frieden sichern. Was? Ja, ich weiß, dass wir uns noch gar nicht kennen, aber... na, ich lasse dich ein paar Tage drüber nachdenken. Fürs Erste werde ich erstmal dieses wunderhübsche Dorf erkunden. Und sei vorsichtig in der Nähe von meinem Squiggly-Dude. Ja, sie ist ziemlich nervös. Okay. Eine freundliche ein freundlicher Wüstenwurm, der häufig für den Transport genutzt wird. Und sie sind tolle Gefährten, okay. Ach, das sind Guards, das sind gar keine Statuen, ups. Okay, dann ist das aber nichts, wo wir heute Energie verbrauchen. Okay. Spannende Geschichte. Wie sieht's denn hier aus? Kartoffel und irgendein Fisch.
Okay. Okay, das können wir offenbar in allen drei Teilen machen, aber wenn Pantry full, dann Pantry full. So, 1, 2, 3. Und ja, ich weiß, das ganze Gemüse hinten ist, glaube ich, auch noch reif, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kriegen wir hin. So, dann haben wir zumindest den ganzen Kram einmal gepflückt. Dann würde ich mit ihm erstmal ganz gern 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 die 10 Erze abbauen, weil er da total Bock drauf hatte. Angeln wir uns kurz einen Fisch, dann müssten wir das Ding eigentlich abgeben können. Voll gut. Dann Gemüse, weil wir dann nämlich... Machen wir dann schon Farming auf 50? Ich glaube. Und haben wir noch Platz, um was anzubauen? Nee, ich glaube nicht. Aber wir können ins Rathaus gucken. Eventuell können wir uns neue Anbauplätze kaufen. Mal gucken, was das heute so hergibt. Nichts. Sollte nicht sonntags da was Neues kommen? Ach nee, samstags. Ups. Okay. Das leveln wir mal hoch. Ja, nun gut. Museum vielleicht nochmal. Ich bin von dem Queen's Wizard Event gerade total unterwältigt. Dachte, da kommt irgendwie ein bisschen mehr. Oh, das sind fast all unsere Perfect Bricks, ne? Aber wir machen das, das kriegen wir danach. Nochmal 3 Rare Items? Ach ne. Increase Researcher Chest Rewards. Okay. Na, ich bin gespannt. Quatschen wir mal ein bisschen mit den Leuten hier. Du hast ein Buch für uns, das finde ich super. Dann angeln wir hier nochmal. Dann müssen wir nicht unbedingt diesen Käfer fangen, machen wir aber. Wo wir dann aber nochmal hin müssen, ist das hier. Waren wir diese Woche schon gamblen? Ich glaube nicht, ne? Glücksrad waren wir noch nicht. Gott, was haben wir denn hier alles? Das ist doch Deko, oder? Blue Pansy, Wayne. Fishtank brauchen wir auf jeden Fall, den wollten wir haben. Pebblestone Carpet nehmen wir auch mit. Hard Shroom Cap. Ah, gib her, was auch immer. Frog Statue meinetwegen auch das. Resap. Okay, das ist neu, was auch immer das ist. Nee, hier will ich eigentlich gar nicht hin. Kartenspiel können wir irgendwann machen, wenn wir viele Sachen irgendwie ausgebaut haben. Das ist so, finde ich, sowas. Das kann man irgendwann machen. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt das ist, was ich wollte. Das können wir mal machen. Wir kriegen garantiert nicht den Blueprint, oder? Nope. Toll, 3 Magic Wood. Das ist so ungefähr das, was ich am wenigsten wollte von allem. Ich will den Blueprint. Gosh dang it. Ja, dann halt nicht. Tja, gehen wir hier noch ein bisschen angeln. Aber wir können mal mit den Leuten quatschen auf jeden Fall. So. Du findest uns Knorke, das ist okay. Möchtest du noch irgendwas für deine Gedichtsammlung haben? Nee. Da unten gibt's Fischis. Fishing Trip Long. Ach, wir müssen nochmal wieder auf den Fishing Trip gehen, ne? Im Winter auf jeden Fall nochmal. So, einer noch. Dann darfst du genau da stehen bleiben, wo du bist. Und
Wie sieht es denn hier eigentlich inzwischen aus? Sehr gut. 30 Weeds, 25 Items am Marktplatz. Oh, das ist ein guter Hinweis. Toll, das hätten wir heute schon machen können. 10 Dishes zusammen mit Bubsy. Ja, das geht alles klar. Ja, verkaufen können wir heute nochmal. Das haben wir nämlich noch nicht. Das sollten wir aber definitiv nochmal machen. Ja, ich war noch nicht fertig. Hier wollte ich hin. So, wird schon passen. Ich gehe einfach schlafen. Ich habe gerade überlegt, kann ich noch Sachen machen irgendwo, aber nein, ich gehe einfach schlafen. Yes, Farming Level 50 endlich erreicht. Dann können wir irgendwo irgendeine Kiste aufmachen. Vielleicht sogar zwei, weiß ich nicht. Und wir haben heute das Date mit Ash. Ich bin gespannt. Und Dudley hat ein Geschenk für mich. Ah, und wir haben jetzt auch das Achievement. Voll gut, auf was hier los ist, ne? Goop Melon, Onion, Dewdrops. Alles klar. Das Schaf steht da ungünstig. Mir ein Magic Wood geben, weiß ich nicht, ob ich das kann. Ich hätte erstmal gern das Geschenk. Okay, konnte ich offenbar. Ich war mir nicht sicher, ob wir das haben. Das Piggy möchte mir was geben. Hello, danke für den Shroom. Da ist eine Kiste gespawnt. Heroic Bat, nice. Oh, musste ich mit irgendwem noch Fische sammeln? Nee, ich glaube nicht, ne? Wo hängt denn? Achso, Ash hängt natürlich unten bei unserem Date rum. Machen wir doch das erstmal, oder? Hat er gesagt, wir gehen nach DeLuca? Okay. Machen wir. Eigentlich müssen wir Erze sammeln, aber meinetwegen auch nach DeLuca. Dann machen wir heute einen Fishing-Trip. Ah nein, wir machen heute hier einfach das Date. Also, Bench. Es ist schon großartig, mit dir hier auf dem Date zu sein. Ich wollte mich nochmal bedanken, dass du mir einen Ort, ein Zuhause in Idle Valley gegeben hast. Ich hatte nicht wirklich die Gelegenheit, viele Freunde in den Dust Caverns zu machen, weißt du. Und ja, es fiel mir alles nicht leicht. Gerade weil ich es mag, in der Nähe von coolen Leuten zu sein. Und ich denke, da, du bist wirklich schon auf der Top-10-Liste meiner coolen Leute. Wäre es seltsam, wenn wir, also Händchen und so. Bromance am Start auf jeden Fall. Du bist fast fertig mit deinem Gedicht, aber ich soll dir noch einmal aushelfen. Irgendwas, was gut riecht. You smell like Pastas. Oh Gott. Passt genau. You smell like evening farts. Ich kann nicht glauben, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Das Gedicht wird das Beste sein, was ich je geschrieben habe. Natürlich wird es das. Bin fest davon überzeugt. So, lass mal fischen gehen. Hier gibt es XP-Bonus, außerdem Stuff, den wir noch nicht haben, glaube ich. Crusher Dragon, hallo. Wer wollte eigentlich den Fischtank haben, fällt mir gerade so ein. Müssen wir auch noch irgendwem die Bude bauen.
Ich hoffe, wir finden ganz viele von den Teilen. Aber okay. Finde ich gut. Dann gehen wir mal zurück. Noch einen Trip können wir leider nicht machen. Wir können zumindest hier noch angeln. Wir können gleich mal gucken, ob wir da unten noch eine von den Kisten aufmachen können. So, hier einmal alles weggeangelt. Gute Sache. Dumm-di-dumm. Okay, das ist einfach nur ein Tipp von Willow. Who cares? Kurz überlegt und dachte ich mir so, nee. Carrot Statue, wow, super. Level 50 Fishing und 50 Cooking, okay, da kommen wir aber auch demnächst irgendwann hin. Kriegen wir mit 50 Farming nicht noch irgendwo beim Wald was auf oder so? War dem nicht so? Können wir das Ding eigentlich noch verbessern? Yes, we can. Oh, ein DeLuca Present, da können wir gleich wieder zurückgehen. 50 Woodcutting, Gathering, knapp daneben. Dann gehen wir doch Woodcutten und Gathern. Vielleicht ist das eine Idee. Wo? Ah, wir sind direkt hinter dem Baum, okay. Mehr Woodcutting, mehr Gathering. Hier unten ist auf jeden Fall noch ein gefährlicher Baum, auf jeden Fall. Da müssen wir mal anders hin. So, du auf jeden Fall weg. Das ist nicht der Baum, den ich suchte, aber schon mal besser als nichts. Ich muss mal kurz die Backen halten. Das Ding, das Ding. Das war so nicht geplant, aber okay. I'll take it. Ist doch nicht wahr. Als wenn wir zu dumm wären, so ein altes Blatt zu fangen. So, Leaf Forest. Dann gehen wir nochmal hier hin. Irgendwo müssen wir doch dieses verkappte Holz mal herkriegen. Aber es sieht einfach nicht danach aus. Als würde das jemals wieder passieren. Müssen wir vielleicht. Ich glaube, wir können doch echt mal wieder ein bisschen normales Holz gebrauchen, oder? Aber müssen wir vielleicht echt mal irgendwie dann erst den obersten Wald freischalten? Weiß ich nicht. Haben wir was am Marktplatz verkauft? Nee. Dann packen wir hier doch noch mal ein paar Sachen hin. Wir müssten auf jeden Fall ein paar Weeds haben. See. Wir können auch auf jeden Fall mal ein paar Old Leaves verkaufen. Drei davon. Das war der falsche Fisch. Den wollte ich nicht haben. Verkaufen. Davon wollte ich drei verkaufen. Bitte, danke. Und dann. Oh Gott, wird es total Zeit fürs Bett. Okay, ich würde sagen, wir ziehen jetzt Woodcutting und Fishing auf 50 als nächstes. Also dann morgen nochmal in den Wald. Attempting to mine. Also, los geht's. Komm schon, Dudley. Du bist nie zu alt, um neue Sachen zu probieren. Also denk dran. Die Spitzhacke mit beiden Händen anheben und sie vorsichtig runter. Du machst besser meine Lieblingsspitzhacke nicht kaputt, Mr. Dudley. Ich bin ein bisschen nervös. Hast du vielleicht eine andere, weniger wichtige Spitzhacke, die ich benutzen könnte? Nein. Du hältst die legendäre Spitzhacke, die
seit vielen, vielen Generationen von Toads weiter vererbt wurde. Dein erster Schwung mit einer Spitzhacke, ja, muss mit dieser besonderen sein. Oh, okay. Gut, dann, was habe ich schon zu verlieren? Oh Gott. Ich denke, ich habe sie kaputt gemacht. Nein. Nein! Großartig. Ha, schöner Abschluss. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.